Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Das war ich. Du Wichser, denkst du, kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Beruhige dich, verdammt! Ich will nur reden. Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Ich sag dir, wer alleine ist. Du. Ohne den Transport bist du erledigt. Und kein Schwein wird dir helfen. Kein Wort mehr. Geht nachsehen. Sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Hab keine Verbindung zu Militech. Nada. Ist wahr. Woher zur Hölle weißt du dann so viel? Alle Konzerne folgen denselben Regeln. Ich kenne das Spiel auswendig. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen! Lass mich sofort gehen, sonst... Den könnt ihr loslassen. Ich will wissen, was er zu sagen hat. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine Scheißfresse. Was willst du? Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnte ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut. Zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Agieren bei Militech alle so dezent wie du? Da ist ein Virus auf dem Chip, ganz klar. Das stimmt. Wenn was schiefläuft, werde ich durchlöchert wie ein Sieb, nicht du. Zeit, mit offenen Karten zu spielen. Was ist da drauf? Spionage-Malware. Verfolgt Finanzbewegungen. Nichts, worüber du dir Gedanken machen musst. Klingt zumutbar. Bin dabei. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du machst einen Fehler! Die Schlampe ist schon so gut wie tot! Und sie wird dich mit
du ja! Lass hören, was du rausgeholt hast. Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also... Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Außerdem ist der Cratchip infiziert. Na geil. Wenn die Maelstromer das herausfinden, liegen wir blutend am Boden. Sollten sie vielleicht warnen. Ha, ihnen sagen, dass wir dreckiges Geld anbringen? Das wird sie richtig abfacken. Manchmal ist's besser, die Karten offen zu legen. Ich sag's ja nur. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besuch an. Ich nicht. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ach ja? Habt ihr denn einen Scheißtermin? Sehe nämlich nichts in meinem Kalender. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Wie gemütlich. Fehlen nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hey, was war da drin? Ein Militech-Laster. Dachte, diese Cabrones hätten ein paar Kisten abgegriffen. Nicht den ganzen verfickten Laster. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Warte, wie? Ich komme. Cool bleiben, wie? Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir Vorlieb nehmen. Ihr habt einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig.
Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dum Dum. Auf Sofa, setzen. Gilt auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa! Setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Besser? Jetzt können wir reden. Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Chill mal. Hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Ich gebe dir den Chip, du mir den Bot. Ganz easy, ohne Komplikationen. Sieh sich einer diesen verdammten Pfadfinder an! Kennst den Club-Codex wohl auswendig, was? Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter Deschamps. Dexter Deschamps! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Also ist er nicht tot. Nope. Ganz im Gegenteil. Und er lässt schön Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Hier ist das Geld drauf. Hey, der Flathead ist ein gutes Stück. Erledigt, was du zu erledigen hast. Scheiße, scheiße, scheiße! Der Chipperfeuerus, die hacken uns! Kill sie! Ich will sie tot sehen! Mach sie fertig, Schmied! Gib alles! Fuerte, cabrón! Hör da! Wir sind abgeschnitten! Der Virus hat ein Sicherheitsprotokoll ausgelöst. Schnapp dir den Bot und den Kontrollsplitter! Schnell! Den
müssen einen Weg hier rausfinden. Hab alles. Bord und Steuerung. Dann lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Jetzt lass uns hier verschwinden. Ich sehne mich nach Frischluft. Feo, das Fleisch, ach, ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Weg? Oh, ein Glück, es bewegt sich. Los, vamonos.
Gepenner. Verstecken! Ah, sauber in nun. Hey, hier drüben! Helf mir mal! Oh, Mierda! Den kenne ich! Das ist Brick! Deine Entscheidung, E. Was willst du machen? Vorsicht! Wenn ich mich von dem Laser entferne, bin... Gott, das war eine verdammte Ewigkeit! Warst du lange da drin? Ja, ein paar Tage vielleicht. Ein paar loyale Typen haben mir was zugeschmuggelt, wollten helfen. Royce hat sie in den Trockner gesteckt und mich zugucken lassen. Sind irgendwie deinetwegen hier. Tag abholen, die Dex von dir gekauft hat. Solltet ihr mich befreien? Nö, nur den Bot abholen. Das klingt nach Dex. Sieht aus, als hätten wir deine Haut gerettet. Hombre, du schuldest uns was. Mach mal langsam, okay? Ich kümmere mich drum, aber gerade ist es echt schlecht. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich daran erinnern. Cool, bleib in Wien. Der Feind schläft nicht.
hacken und schneiden! Ein Schuss, ein Totter! Erst zielen und dann BÄM! Ich höre dich! Schon die ganze...
auf sie, Mano! Komm dich jetzt suchen! Los mit lustig!
vorsichtig. Schon, zeig deine hübsche Visage. Ja. 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 Ja